Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, Regisseur Tim Burtons Werk, das im Jahre 1990 produziert wurde und im ersten Semester des Jahres 1991 seinen Weg ins internationale Kino fand, ist eine absolut gelungene Genresymbiose als Drama, Komödie und moderne Fantasy zugleich. Diese Kombination gelingt dem kreativen Burton auf wundersame Weise so perfekt, dass man als Zuschauer in eine Welt eintaucht, dessen fantastische Atmosphäre mit den kunstvoll inszenierten Kulissen sich nicht mehr entziehen kann. Man erkennt besonders an und nach diesem Film die meisterliche Handwerkskunst des ehemaligen Zeichners aus den Walt Disney Studios. Die Handlung ist ebenso kreativ inszeniert wie all die anderen Aspekte des Filmes. Dabei versteht sie es, eine klare Botschaft zu überbringen und lässt besonders junge Zuschauer zuweilen nachdenklich im Sessel zurück. In unserer heutigen Gesellschaft offenbart sich oft das Bild, dass man grob gesagt mit Akzeptanz kämpfen muss, wenn man sich in einer gewissen Art und Weise als menschlich ungewöhnlich herausstellt oder schlicht und einfach anders ist, als die bekannte Masse. Das alleine müsste aber noch kein Grund für eine scheiternde Eingliederung sein, denn anders kann auch Abwechslung und damit verbundenes, offenes Interesse mit positiver Resonanz mit sich bringen. Leider gibt es Vorurteile schon, seit die Menschheit selbst existiert. Edward mit den Scherenhänden ist ein kreativer Kopf, der mithilfe seiner Scheren wunderbare Kunstwerke vollbringen kann und damit die Aufmerksamkeit vieler Leute im Umkreis auf sich zieht. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.